Wer gerne isst, kann derzeit voll auf seine Kosten kommen. Schlachtpartien haben Hochsaison und ganz viele Lokale haben auch ihre Wildwochen gestartet. Und im Klostertal gibt es da sogar eine eigene Vortragsreihe dazu. Unter dem Motto Gurz vor da verstau kann man gut essen und gleichzeitig darüber etwas lernen. Ein Herbsttag, der eigentlich noch sommerliche Züge hat. Und doch jetzt ist die klassische Hochsaison für Wildgerichte. Auch in der Traube in Bratz. Mit der Vortragsreihe Gurz vor da verstau sollen die Gäste den Naturkreislauf besser verstehen. Zu dieser Zeit geht jetzt eigentlich der größte Teil vom Abschuss los. Man hat ca. ein Drittel bis jetzt erfüllt. Die letzte Drittel ist immer so, die Prumpfzeit beim Hirsch ist jetzt vorbei und jetzt wird praktisch dann die Wildbewirtschaftung und die Korrektur der Wildbestände wieder gemacht. Die findet jetzt statt, also wir sind auf einem guten Weg und ich bin also ganz sicher überzeugt, dass das im Klostertal zu 100% erfüllt wird. Das heutige Menü wird ganz vom Steinbock bestimmt. Alte Rezepte werden neu interpretiert. Da haben wir mal ganz was Neues probiert und zwar machen wir ein Ragout vom Steinwildherz. Das ist eigentlich eine alte Geschichte, wo man eigentlich nirgends mehr auf der Karte findet. Und ja, das versuchen wir heute. Und die Resonanz wird uns dann zeigen, wie gut es ankommt. Jäger und Wildliebhaber freuen sich auf einen informativen kulinarischen Abend. Doch Steinbockherz als Beuschel serviert, für einige doch gewöhnungsbedürftig. Also ich weiß, dass es Wild gibt, aber was genau weiß ich nicht. Ich sag mal Steinbock. Oh, den lassen wir doch besser da, aber nicht. Und dann noch Steinbockherz. Also innerein, das ist nicht mein Fall. Wissen Sie, was heute auf der Karte steht? Na ja, hoffentlich ein Hirschragout. Ich sag Steinbockherz. Probieren kann man es. Aber es ist besser, wenn ich es nicht weiß, was es ist. Heute Abend ist ein Steinbock auf der Karte. Ein Steinbock, nicht ein Gemser. Steinbock. Steinbockherz. Echt? Ja, wenn das auf der Karte steht, ich habe keine Ahnung, was kommt, ich lasse mich überraschen für heute Abend. Wir waren jetzt auch letzte Woche Murmeltier essen und. Heute steht der Steinbock auf der Karte. Ja, zeig ich nicht nach. Am liebsten mag ich eigentlich die einfachen Gerichte, die Schmorgerichte. Gabens, Reh, Hirsch, alles ist gut. Heute gibt es Steinbock. Ist wahr? Wunderbar. Die Aktion Herbstgenusszeit bietet noch bis Ende dieser Woche kulinarische Überraschungen in allen Regionen Vorarlbergs.